Moin und herzlich willkommen bei Tierisch gut drauf. Mein Name ist Stefan. Heute zeige ich euch mal was Besonderes. Und zwar bin ich momentan in den Dreharbeiten zu einem etwas größeren Film, und zwar über den Schlosspark in Lütesburg. Und da habe ich einen Rudel Dammhirsche gefunden und gefilmt. Und im originalen Film, der so in 1 bis 2 Wochen erscheinen wird, denke ich mal, werden die Dammhirsche, wenn es hochkommt, eine Minute Platz darin finden. Und da habe ich mir gedacht, weil ich eigentlich relativ viele Aufnahmen von den Dammhirschen gemacht habe, dass ich das vielleicht vorab jetzt als kleineres Video mal rausbringe. Das Besondere an dem Video ist eigentlich, dass da ein weißer Dammhirsch dabei war. Habe ich so auch noch nie gesehen und ich war echt erstaunt. Das war ein so tolles Tier und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Viele der Infos, die in diesem Video vorkommen, habe ich von meinem netten Arbeitskollegen. Liebe Grüße gehen raus an Hansi. Und dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's direkt los. Tierisch gut drauf. Am 28.12.2020 machte ich zu Dreharbeiten einen sehr spannenden Fund. Ich hatte eine Gruppe Dammhirsche mit ungefähr 20 Tieren entdeckt. Darunter befand sich auch ein weißer Hirsch, also ein Albino. An diesem Morgen war es sehr neblig, aber das ist in den kalten Monaten in Ostfriesland ganz normal. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, mich näher ranzuschleichen, weil ich möchte die schönen Tiere natürlich auch nicht erschrecken. Also ich bin jetzt gute 250 Meter von den Tieren entfernt, aber ist natürlich ein ganz gerades Sichtfeld, ne? Die sehen mich sofort, ich habe hier überhaupt keine Deckungsmöglichkeit. Mal schauen, vielleicht schleiche ich mich noch ein bisschen ran, aber viel weiter werde ich nicht kommen. Das gut 10 Jahre alte Tier hat nur noch ein halbes Geweih. Es bestand aus einer Schaufel auf der linken Seite und einer Stange auf der rechten Seite. Mit fortlaufendem Alter bilden sich die Geweihe nicht mehr so stark aus wie in der Blütezeit. Der zweite Hirsch war deutlich jünger und hatte ein deutlich imposanteres Geweih. Er hatte wohl die Herde vor kurzem übernommen, da der Althirsch dem Junghirsch häufig aus dem Weg ging. In der Gruppe waren noch einige Weibchen mit Jungtieren dabei. Sie hatten noch keine Geweihe. Ihr hört es vielleicht selber, ich habe direkt hinter mir eine Bundesstraße. Und dementsprechend sind die Tiere scheinbar auch nicht so dermaßen schreckhaft. Also kann ich hier in Ruhe ein paar Aufnahmen machen, aber ich will trotzdem jetzt nicht viel weiter ran. Ein Dammhirsch wird mit einem Jahr geschlechtsreif. Allerdings gelingt es dem Böcken meist erst nach dem 4. Lebensjahr, sich auf den Brummplätzen zu behaupten und sich somit zu verpaaren. Der Abwurf der Geweihe erfolgt ab April. Kurz darauf bilden sich schon die neuen. Ich konnte mich fast bis auf 200 Metern an die Herde heranschleichen. Deckung bot mir eine höhere Schilfkante. Näher kam ich nicht heran, denn sonst wäre die Fluchtgefahr der Tiere zu groß geworden und das wollte ich unbedingt vermeiden. So, jetzt kann ich die Masse auch abnehmen. Wie ihr seht, ich habe mich hier hinter einer Schilfreihe verschanzt und habe trotzdem noch freies Sichtfeld auf die Dammhirsche. Und vielleicht gelingen mir jetzt hier noch ein paar coole Aufnahmen. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt noch circa 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde filmen und dann gehen wir in den Schlosspark. Aber diesen geilen Augenblick, den nutze ich jetzt erstmal noch voll aus. Hirsche mit höherem Alter werden von Jägern gerne geschossen. Ein weißer Hirsch hingegen wird aus abergläubischen Gründen nicht geschossen. Es heißt, wenn man einen weißen Hirsch erschießt, dann stirbt man selber innerhalb eines Jahres.
Dammhirsche kommen ursprünglich aus Vorderasien und wurden zusammen mit dem Fasan vor ca. 2000 Jahren von den Römern nach Europa gebracht und hier ausgewildert. Langsam und vorsichtig verließ ich den Platz wieder nach 20 Minuten. Das war ein richtig tolles Erlebnis. Das war einfach unglaublich. Ich entferne mich jetzt langsam von den Hirschen. Nicht zu schnell, weil ich möchte die Truppe auch nicht aufscheuchen. Also es waren, glaube ich, so um die 20 Tiere. Es waren zwei Hirsche dabei. Ein normaler Hirsch, sag ich mal, also normal gefärbter Hirsch mit einem großen, schönen Geweih. Ja, und dann natürlich noch der Albino-Hirsch. Der hatte aber nur auf einer Seite ein ausgewachsenes Geweih und auf der anderen Seite war nur ein Stummel. Und da waren da einige Weibchen dabei und auch ein paar jüngere Tiere. Also man konnte zum Teil sehen, wie die miteinander gespielt haben und sowas. Das war echt cool. So, kann man sie da hinten sehen? Ja, da ganz hinten, da sieht man den weißen Punkt vom Wald. Ja, super geil. Das ist mal ein Auftrag nach Mars.